Äpfel kann man nicht mit Birnen vergleichen? Doch, und mit Pflaumen, Kirschen, Pfirsichen und Haselnüssen. Sie können alle Beschwerden verursachen bei Menschen, die eine Allergie gegen Pollen von Birken, Hasel oder Erle haben. Das Essen der Früchte kann ein Kribbeln oder Jucken im Mund auslösen. Mitunter kommt es auch zu stärkeren Beschwerden. Lippen- und Zungenschwellungen, Heiserkeit, Atemnot und Erbrechen können auftreten. Sehr selten sind Reaktionen wie Nesselausschlag oder allergische Schockreaktionen. Wer das erlebt, leidet am oralen Allergiesyndrom, beispielsweise durch eine Kreuzallergie. Die Ursache? Verschiedene Pflanzenarten enthalten Proteine, die einander ähneln. In Birkenpollen steckt das Protein BetV1, auf das Pollenallergiker reagieren. Es ähnelt einem Protein im Apfel, einem im Pfirsich, einem in der Haselnuss, in Erdnuss, in der Kiwi, in der Karotte. Das Immunsystem verwechselt also quasi Äpfel mit Birkenpollen. Auf all diese Nahrungsmittel kann ein Birkenpollenallergiker reagieren, muss aber nicht. Es gibt verschiedenste Kreuzallergien. Wer gegen Beifußpollen allergisch ist, spürt möglicherweise Symptome, wenn er Sellerie oder Gewürze wie Anis, Kümmel oder Paprika isst. Es gibt auch Kreuzreaktionen zwischen einer Allergie gegen Hausstaubmilben und Vorratsmilben, die zum Beispiel in Heu leben. Und ebenso das Latex-Frucht-Syndrom. Menschen mit einer Kontaktallergie gegen Latex reagieren eventuell auf Banane, Avocado, Kiwi, Kastanie, Mango oder Papaya. Bei Verdacht auf Kreuzallergie kann ein Arztbesuch Gewissheit bringen. Pollen und mögliche Kreuzallergien können im Pricktest überprüft werden. Dabei wird die Haut leicht eingeritzt und Allergensubstanzen aufgetragen. Die klinische Diagnostik kann von der molekularen Diagnostik unterstützt werden, beispielsweise einem IgE-Test gegen das Mutterallergen. Für einzelne Allergene ermöglicht sie eine Risikoabschätzung, wie wahrscheinlich eine schwere allergische Reaktion auftreten kann. Was können Kreuzallergiker tun? Das Wichtigste ist natürlich, dass sie versuchen, diese Nahrungsmittel, auf die sie allergisch reagieren, zu meiden. Wenn man die Äpfel erhitzt, also beispielsweise Apfelkuchen isst oder Saft, der vorher erhitzt wurde, trinkt, dann ist das Allergen in der Regel zerstört und kann keine Symptome mehr hervorrufen. Das funktioniert leider nicht bei allen Nahrungsmitteln und ist auch nicht so ganz sicher. Beispielsweise bei Haselnüssen oder Erdnüssen funktioniert das längst nicht so gut. Leider sind Kreuzallergien ja oft gegen sehr gesunde Nahrungsmittel gerichtet, also Obst und Gemüse. Und wir haben immer wieder Menschen, die dann dazu neigen, dass sie dann sich nur noch sehr einseitig ernähren, aus Angst, dass diese allergische Reaktion wieder auftritt. Das ist natürlich nicht der richtige Weg, sondern der richtige Weg wäre, dass man die Allergie sehr sauber diagnostiziert und dann nur ganz gezielt einzelne Nahrungsmittel weglässt und auf andere Obst- oder Gemüsesorten übergeht, die man eindeutig verträgt. Gibt es Medikamente für Kreuzallergiker? Einige Studien berichten, dass sich eine Kreuzallergie bessern kann, wenn man eine Hyposensibilisierung gegen die Pollenallergie macht. Aber die Daten reichen noch nicht für eine Empfehlung, da es sich nur etwas bessert. Und wenn man doch etwas Falsches isst? Bei versehentlichem Verzehr können antiallergische Medikamente, zum Beispiel Antihistaminika, Cortison oder weitere, erforderlich werden. Bei schweren Reaktionen auch eine notärztliche Behandlung.